Inside Politics on the Grid, heute bei den Grazer Linux-Tagen. Gegenüber von mir sitzt ein Initiator der AK Vorrat, Andreas Krisch. Kannst du mal kurz erklären, was ist die AK Vorrat, was bedeutet das Kürzel, was ist eure Idee? Der AK Vorrat ist der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung Österreich. Wir haben uns im Jahr 2009 gegründet mit dem Ziel, die Vorratsdatenspeicherung in Österreich und in Europa wieder abzuschaffen. Wir haben dann eine Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung gemacht. Konkret wollten wir da, dass der Nationalrat die Bundesregierung dazu verpflichtet, auf europäischer Ebene gegen die Vorratsdatenspeicherung aufzutreten und andererseits auch eine Evaluierung der Überwachungsgesetze in Österreich durchführt. Die Bürgerinitiative ist von 106.057 Menschen unterstützt worden, ist zu dem Zeitpunkt die größte in der Zweiten Republik gewesen, ist jetzt inzwischen von der Bürgerinitiative zum Hypo-Untersuchungsausschuss überholt worden. Ja, ehrenvoller Gegner, da haben wir gerne verloren und einen Schritt zurück gemacht, aber starke Unterstützung sozusagen. Und wir haben dann auch in weiterer Folge die Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung gemacht. Und die Verfassungsklage hat dazu geführt, dass der Europäische Gerichtshof sich auch mit diesem Thema beschäftigt hat und die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung aufgehoben hat. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Europäischen Union, dass eine Richtlinie in ihrer Gesamtheit aufgehoben worden ist. Und in weiterer Folge hat dann auch in Österreich der Verfassungsgerichtshof die Vorratsdatenspeicherung für grundrechtswidrig erklärt und aufgehoben. Das heißt jetzt im ersten Moment, dass man sozusagen das Ziel erreicht ist. Wir wissen aber alle durch die Snowden-Dokumente und auch durch die aktuelle Debatte zur Wiedereinführung auch auf nationaler Ebene zur Vorratsdatenspeicherung, dass das nicht so ist. Was macht ihr derzeit und wie macht ihr das? Ja, das Ziel ist insofern erreicht, dass wir die Vorratsdatenspeicherung rechtlich abgeschafft haben. De facto ist es so, dass es noch in mehreren europäischen Ländern Vorratsdatenspeicherung gibt. Also da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Andererseits ist unsere Forderung aus der Bürgerinitiative noch offen, nämlich nach der Evaluierung der Überwachungsgesetze. Und nachdem das Parlament völlig untätig war und auf unsere Forderung überhaupt nicht eingegangen ist, also nicht einmal inhaltlich in irgendeiner Art und Weise sich damit beschäftigt hat, sind wir jetzt dazu übergegangen, selbst einen Rahmen für so eine Evaluierung zu machen. Das heißt, wir schauen uns an, wie kann man Überwachungsgesetze auf ihre Grundrechtstauglichkeit überprüfen. Wie kann man feststellen, nämlich wissenschaftlich korrekt und neutral feststellen, ob eine Überwachungsmaßnahme wirklich im Einklang mit den Grundrechten steht, ob sie verhältnismäßig ist, ob sie überhaupt zielführend ist und ob sie das, was sie erreichen will und das, wofür sie geschafft worden ist, überhaupt erreichen kann. Und diesen Kriterienkatalog, den wir da eben erstellen, wollen wir dann auf die österreichische Gesetzessituation anwenden und auch die Bundesregierung eben dazu motivieren, anhand dieser Kriterien eben entsprechende Überprüfung der bestehenden Gesetze durchzuführen. Was empfiehlst du jetzt Leuten, die, sage ich mal, keine Technikfreaks sind oder weniger technikaffin sind, wie sie sich vor Überwachung schützen? Der erste Schritt, sich vor Überwachung zu schützen, ist, denke ich, sehr gut, sich zu überlegen, welche Informationen öffentlich werden müssen und welche das nicht werden sollten. Das heißt, sehr bewusst damit umzugehen, welche Dinge stelle ich in soziale Netzwerke, welche Informationen speichere ich an welchem Ort. Auch Cloud-Dienste zum Beispiel sind ein wesentlicher Angriffspunkt. Es sind sehr oft US-amerikanische Unternehmen, die diese Dienste anbieten, wo man dann seine Dokumente speichern kann, alles seine Kalender hat und sonst was. Konkret jetzt von Dropbox zum Beispiel? Zum Beispiel von Angeboten wie Dropbox, genau, wo man einfach sich überlegen muss, ist die Information, die ich dort speichere, möchte ich wirklich, dass die Organisation die hat und dass sie damit den USA auch zur Verfügung stehen und uns natürlich dort auch den entsprechenden Behörden. Das heißt, da glaube ich, ist ein wesentlicher Punkt einfach der bewusste Umgang. Andererseits muss man sich anschauen, welche Angebote für sichere Kommunikation gibt es. Es gibt Alternativen zu Dingen wie WhatsApp, Facebook und ähnliches. Ich weiß, es ist schwierig, da umzusteigen. Es ist auch eine politische Aufgabe, denke ich, diese Anbieter dazu zu bringen, datenschutzfreundlich zu sein. Aber in der Zwischenzeit, denke ich, muss man auch schauen, kann man alternative Angebote nutzen, die besser sind als die Platzhirschen. Was sind da alternative Angebote, wenn du sie schon allgemein erwähnst? Im Konkreten? Im Fall von WhatsApp wäre das zum Beispiel Streamer. Das ist eine Anwendung, die einerseits die Kommunikation zwischen den Chatbots
Daten verschlüsselt, andererseits aber auch die Verbindungsdaten, also wer mit wem wann in Verbindung stand, auch sofort löscht. Das heißt, da gibt es auch keine Vorratsdatenspeicherung von diesen Verbindungsdaten. Und es ist auch anonym nutzbar sozusagen. Also man muss weder seine E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder sonst was abgeben, sondern kann rein mit dieser ID, die man zugewiesen kriegt, arbeiten. Das heißt, es bietet da eine ganze Reihe an Möglichkeiten beispielsweise. Gut, dann habe ich noch eine Frage, nämlich wie würdest du dazu stehen, wenn man sagt, gehen wir doch wirklich in die Richtung, dass nicht verschlüsselter Verkehr in Zukunft verboten wird? Ich denke, es gibt diese Verpflichtung bereits. Es ist bereits jetzt so, dass das Datenschutzrecht in Europa vorschreibt, dass man Datensicherheitsmaßnahmen treffen muss und dass man Daten, die einem anvertraut werden oder die man rechtmäßig verarbeitet, so zu verarbeiten sind, dass nur diejenigen darauf Zugriff haben, die Zugriff haben dürfen. Das heißt, es gibt die rechtliche Verpflichtung, Datenverarbeitung sicher zu machen. Und da ist es schlicht und ergreifend nach State of the Art überhaupt nicht zulässig, Daten unverschlüsselt über die Leitung zu schicken. Das muss eine Selbstverständlichkeit sein. Also rein aus dieser Perspektive ist es sowohl technisch als auch rechtlich völlig unnachvollziehbar, dass große Anbieter wie zum Beispiel Google erst nach den NSA-Enthüllungen von Edward Snowden draufkommen, dass man den Datenverkehr zwischen den eigenen Rechenzentren verschlüsseln muss. Das ist erstens technischer Standard, dass das völlig normal ist und zweitens auch rechtlich absolut gefordert. Also kurz gesagt, Verleitung zu einer Straftat. Ich will das nicht rechtlich einordnen. Ich bin auch kein Jurist, kann das nicht beurteilen, wie man das dann rechtlich nennt, aber es ist jedenfalls so, dass da weit weniger getan wird, als eigentlich erforderlich wäre. Und da ist jede Menge Aufholbedarf und Technik hat einfach den Sicherheitsstandard, den es derzeit gibt, auch einzuhalten und auch weiterzuentwickeln natürlich. Weiterentwickeln ist ein schönes Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne. Und das war's von mir. Bis demnächst. Ja.